nicht da oben? Was willst du denn da? Komm auch herauf! Was soll ich da oben? Sei nicht schon wieder so fad, Lina. Komm schon. Also gut. Lisa? Lisa! Boah, könntest du wenigstens richtiges Licht machen? Ja. Bitteschön. Ist das nicht herrlich? Oh. Ja, unser alter Dachboden. Ja, super, ganz toll. Und was bitte tun wir hier, Schwesterherz? Ja, wie oft haben wir hier gespielt? Als wir noch Kinder waren, ne? Jetzt sind wir aber keine Kinder mehr. Super Dachboden, ganz toll. Juhu und auf Wiedersehen. Lena, was machst du denn? Ich gehe wieder. Nein, bleib doch da. Ja, was soll ich hier? Das wirst du gleich sehen. Also im Geschichtenzug geht es um zwei Schwestern, die am Dachboden mit der alten Modelleisenbahn spielen. Ich bin am Anfang die weniger Begeistertere. Und da erleben sie ganz verschiedene Abenteuer. Eine Lokomotive bleibt im Schnee stecken und muss wieder abgeschleppt werden. Oder dann kommt noch ein wilder Pirat, der den Zug kapern möchte. Im Großen und Ganzen geht alles gut aus. Achtung, Achtung, Regionalzug nach fährt ab. Die Motivation war, dass ich die Fantasie ganz wichtig finde. Und ich es wichtig finde und den Kindern mit auf ihren Weg geben will, sie sollen sich doch ihre wunderbare Fantasie, ihre wunderbare Fähigkeit zu spielen bewahren, auch wenn sie erwachsen sind. Oh, dann muss ich mich aber beeilen. Schnell, Gusti, volle Kraft voraus. Fast. Aber halt, was ist das? Was denn? Da liegt etwas auf der Strecke, ein Baumstamm. Oh, Vollbremsung. Vollbremsung, ja. Gerade spielen ist ja das purste, die purste Selbstliebe und die purste Selbstempathie und das purste Selbstvergnügen, das man sich geben kann, dass man sich einfach Zeit nimmt für, wie das so schön heißt, für sinnbefreites Spiel. Ja, Sepp, fährst du alle nur mit deinem alten Traktor umeinander? Ja, sicher, warum denn nicht? Geht ja gut, kein Problem. Mein Traktor hat mich noch nie im Stich lassen. Ah. Ja, und wohin fährst du jetzt um die Zeit, hä? Ah, so eine blöde Frage. Frag der Bauer Hans, den Bauern Sepp, wo hier Traktor fährt in der Früh. Aufs Feld, eh klar. Ja, natürlich. Ja. Ich spiele sehr, sehr viel. Ja, ich hab ja zwei Kinder auch. Ich habe einen Sohn, der ist 6 und eine Tochter, die ist 3. Und von denen höre ich sehr oft den Satz, Papa, das ist mein Spielzeug, das will ich jetzt zurückhaben. Wenn ich genau schaue, ist dieser schöne Traktor da hinten eines von den ersten Spielsachen meines älteren Sohnes. Aber sonst ist alles zusammengetragen. Steigen Sie ein, wohin wollen Sie denn? Ich will ans Meer. Bitte wie? Ich will ans Meer. Aber ich bin ein Regionalzug. Ich fahre nur hier in der Gegend herum. Hier gibt es weit und breit kein Meer. Gibt es in Österreich kein Meer? Habt ihr gehört, Kinder? Gibt es in Österreich ein Meer? In Österreich gibt es kein Meer. Österreich ist ein Binnenstaat. Ma ist der blöd. Ich bin ein gefrüchteter Pirat. Ich brauche das Meer. Und ich brauche ein Schiff. Ein Schiff, dass ich kapern kann. Tut mir leid, ich kann Ihnen leider nicht helfen. Wenn ich schon kein Schiff kapern kann, dann werde ich eben diesen Zug kapern. Attacke! Denke ich mir eigentlich immer, eigentlich haben wir einen total super Job. Wir sind den ganzen Tag hier im Theater und spielen mit Zügen.